Guten Abend, meine Damen und Herren, hört man mich? Ja, mein Name ist Moritz von Uslar. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur langen Nacht der Zeit im Thalia-Theater. Sie sind nicht wegen mir gekommen, sondern wegen meines Gastes. Und die darf ich auch gleich auf die Bühne rufen, die wunderbare Maria Furtwängler, bitte. Guten Abend nochmal. Was liegt hier? Das ist das Aufnahmegerät, das brauchen wir, weil wir dieses Interview, so denn alles ganz normal läuft, im Zeitmagazin drucken werden. Frau Furtwängler, Sie sind ja bekannt oder berüchtigt fast für Ihre berühmte Kontrolle, für Ihre Eloquenz. Und gleichzeitig, wenn man Sie da in einem Vorgespräch, was stattgefunden hat, nachfragt, sagen Sie, das Gegenteil ist der Fall. Ein Plaudern, ein kurzes Kennenlernen. Ich warne Sie, Sie wollen heute Abend mit mir noch einen Drink nehmen. Überlegen Sie sich gut, was Sie fragen. Also ich gehe jetzt voll auf Risiko, aber einen Drink will ich trotzdem nehmen mit Ihnen. Da freue ich mich sehr drauf. Frau Furtwängler, nur noch mal kurz, Sie sagen immer, das sei vollkommen Quatsch. Sie verstehen selber gar nicht, warum Sie so kontrolliert sind und so, und seien es auch gar nicht. Also insofern freuen wir uns auf ein im besten Sinne unkontrolliertes Gespräch und freuen uns darauf, dass Sie richtig ins Plaudern kommen und Gas geben. Nochmal einen Applaus. Frau Furtwängler, ich sage Ihnen auch nochmal, meine Fragen sind alle komplett unböse, aber jetzt fange ich auch gleich an. Und die Regeln sind auch bekannt. Es gibt nicht viele, nur dass es sehr viele Fragen sind, nämlich 99. Wenn das Publikum denkt, jetzt müsste es langsam losgehen, die Sache, dann sind wir schon durch. Also es dauert nicht lang. Und Sie haben natürlich immer das Recht, bei diesen vielen Fragen einfach zu sagen, das ist richtig langweilig, die nächste Frage bitte. Okay. Das haben wir auch schon vorher gesagt. Und jetzt fangen wir mal an mit schönen Launenfragen. Wie sitzt man hier eigentlich aufgeräumt? Sieht ganz normal aus. Ich war nämlich gestern langlaufen und merke, wenn ich sie anschaue, verkrampfe ich. Ich krieg dann Krampf in der linken Schulter. Entschuldigung, ist das unhöflich? Wo waren Sie langlaufen? Wo war das? Interessiert uns. Ja, da wo noch Schnee lag. Es war wunderbar, aber ich bin 2 Stunden lang gelaufen. So lange bin ich noch nie lang gelaufen. Jetzt verkrampft sich das gerade, merke ich, wenn ich nach links gucke. Ich gucke einfach nach rechts. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich. Sollen wir tauschen? Das könnte andersrum genauso. Legen Sie los, sonst kommen wir ja da nie durch. Wir fangen jetzt mal an. Frau Furtwängler, Gold oder Silber? Gold. Und Gin oder Wodka? Gin. Und lieber die Gala oder lieber die Bunte? Ja, ich glaube lieber die Bunte. Viel lieber die Bunte. Viel lieber die Bunte. Und noch so eine leere Frage, lieber Paris oder Rom? Rom. Und lieber Verbier oder Gstaad? Verbier. Und jetzt gehen wir kurz in so schicke Schwarz-Weiß-Filme. Lieber Monika Witti oder Catherine Deneuve? Beide zauberhaft, großartig, Grande Dame, schöne Frauen, Vorbilder. Beide wunderbar. Und, sind das die Aufwärmfragen? Sind diese Aufwärmfragen. Und lieber Iris Berben oder Hannelore Elsner? Oh, das ist gemein. Kann ich tatsächlich nicht sagen. Habe ich beide schon verehrt für große Rollen, finde ich. Beide auf ihre Weise herrlich unterschiedlich und bezaubernd. Und Frau Furtwängler, wie heißt Ihr Blond? Was steht da auf der Packung? Kann man als Dame der Welt ja, finde ich, drüber reden mittlerweile. Kein Problem. Ich weiß, ich habe mal Werbung für L'Oreal gemacht und die erste Werbekampagne war über Haarfärbemittel. Und irgendwie war ich dann aber zu eitel, das ist 10 Jahre her, habe immer gesagt, ja, aber ich färbe doch meine Haare gar nicht, warum soll ich das erzählen? Heute würde ich das wahrscheinlich nicht mehr sagen. Und ich kenne die Farbe, glaube ich nicht, 11-7. 11-7, 11-7. Und also, Frau Furtwängler, nur ein paar Strähnen natürlich, nur ein paar Highlights. Ist ja klar. Und wie heißt Ihr Personal Trainer mit Vornamen? Habe ich nicht, habe ich keinen.
Und jetzt die erste richtig lowe Frage, was kostet so ein die Ring? Die richtig was Frage? Low, Englisch, niedrige. Low, no, low. Lowe, lowe, simpa. Ey, Checker, ey. Lowe. Ja, voll low. Lass rüberlaufen, lass sie, komm. Schieb sie rüber. Was kostet denn ein Ring, mit dem man ihm einen Eindruck machen kann? Ehrlich gesagt, hat man mir noch nie... Oh, doch, doch. Ich werde nie vergessen, den kostbarsten Ring, den ich mal hatte, leider nicht mehr habe, weil ich habe ihn zweimal beim Händewaschen auf dem Klo liegen lassen. Beim zweiten Mal bekam ich ihn nicht zurück, kam von meiner Schwiegermutter Enne Burda und die hatte das Ding schon brillantet am Finger. Und ich habe gesagt, Enne, das ist ja ein wahnsinniges Ding, was hast denn du da? Sehen, schau an, schau an. Komm, Paldin, nimm ihn! Das werde ich nie vergessen, weil eine Freundin von mir saß daneben und der fielen irgendwie die Augen aus dem Kopf und ich sagte, Enne, das geht doch nicht, bitte nimm ihn zurück. Nein, Paldin! Und sie, meine Freundin, sagte, Paldin, bist du wahnsinnig. Und das war ehrlicherweise ja der teuerste Ring, den ich hatte. Leider habe ich ihn nicht. Jetzt hat ihn irgendeine vom wahrscheinlich in viel besseren Händen Personal, Putzpersonal in München vom Hilton. Und jetzt wieder ganz kurze Antworten, aber das war eine tolle. Sind Ihre Augen eigentlich eher blau oder grau? Blau. Und wer kümmert sich gerade um die Hunde? Mein Mann. Und was ist ganz grundsätzlich beim Umgang mit Bediensteten zu beachten? Oh Mann. Ja. Ja. Und, ist das Ihr Ernst, so eine Frage? Absolut. Was soll ich denn darauf antworten? Na, das ist so eine, Sie leben wahrscheinlich doch ein anderes Leben als ich oder viele andere. Und dann denke ich mir, das könnte Thema sein, wie geht man mit Bediensteten um? Wie macht man das als Dame, als Frau von Welt? Und was geht's da? Was ist Ihre Vorstellung? Ich glaube, man braucht Übungen. Okay. Und weiß ich auch nicht. Weiter. Und was ist, Frau Furtwängler, was ist beim sinnlichen Posieren im Badezimmer für Gala zu beachten? Jetzt nicht immer lachen. Oh Mann, ja. Oh Mann, ist sofort gut. Ist sofort gut? Ja, ist sofort gut. Ja. Und wie wehren Sie sich gegen das böse Gericht, das Ihnen schwarzen Gerücht, dann fahre ich recht schon, Gerücht, bisschen Konzentration. Dass Sie einen schwarzen Porsche Cayenne fahren mit beigen Ledersitzen? Nein, fahre ich nicht. Ich fahre, soll ich das sagen, ein Audi. Als Süddeutsche, als Münchnerin, verstehst du, fährst ein Audi. Ein Kombi, dann passen die Hunde hinten rein, das passt. Ja. Und wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrem... Wie kommen Sie darauf? Wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrem wunderbaren 25-jährigen Sohn zusammengesessen? Und gemerkt, dass die Leute denken, ah, die Frau Furtwängler mit einem jüngeren Liebhaber? Mit ihrem Gigi Speo. Ja, das war in einem österreichischen Skifahrhotel und da waren sie recht pikiert bei der Bedienung, haben das mehr so fast uns hingeknallt und mich vorwurfsvoll angeschaut und bis ich dann sagte, mein Sohn hätte gern das Schnitzel. Ach, geh hier, Herr Sohn, natürlich! Und da war also große Erleichterung und dass ich mich nicht unanständig in den Bergen amüsiere. Also das ist eigentlich ganz charmant, dass man den Sohn kurzfristig für den deutlich zu jungen Liebhaber hält. Super schön. Er sieht auch wirklich süß aus, mein Sohn. Ist das nicht bitter, dass Sie ganz tun können, was Sie wollen, im Fernsehen, in Filmen, überhaupt als öffentliche Person und es hagelt immer... Dass Sie es gar nicht oder ganz, habe ich ein... Nee, ist das nicht bitter, ist eine bisschen längere Frage. Ah, Entschuldigung. Ist das nicht bitter, dass Sie schauspielern können, wie Sie wollen und tun können, was Sie wollen, und es in der Bunte in jedem Fall einen beinharten Verriss gibt. Ja. Aber da gibt es ja andere, die sich darum kümmern. Und insofern. Außerdem gibt es ja nicht nur, gibt es ja auch woanders längst tolle Kritiken, nicht nur Bunte. Und ist es eine Gemeinheit, dass man sie als kühle Blonde bezeichnet, nicht als heiße Blonde? Wer ist denn eine heiße Blonde? Wer? Scarlett Marilyn, Johansson. Das stimmt. Marilyn, aber die ist eigentlich rothaarig. Und Scarlett Johansson wahrscheinlich eigentlich auch. Ob das eine Gemeinheit ist? Nein, ich fand das früher eine Gemeinheit und dachte, oh, die sehen gar nicht, wie zart und zerbrechlich und innerlich glühend ich bin. Und mittlerweile denke ich, ach, damit lebt sich es auch ganz gut. Ist okay. Klar.
Und nach Ihrem, wirklich, wir machen es ganz kurz mit dem tollen... Antworte ich zu lang oder warum sagen Sie das dauernd? Nee, meine Fragen sind mir wie öfter ein bisschen peinlich, deswegen sage ich immer kurz vorher. Sind Ihnen Ihre Fragen peinlich? Auf jeden Fall. Dann stellen Sie doch andere. Nee, das gehört dazu. Wir müssen da durch. Wir müssen da durch. Nach dem tollen Ich-habe-gekifft-Geständnis im Stern, ganz kurz, wirklich nur, ist Kiffen nicht eh viel besser als Alkohol? Ernste Frage, ist nicht viel gesünder? Oh Gott, ich bringe mich so in Schwierigkeiten, wenn ich jetzt hier eine ehrliche Antwort gebe. Deshalb entscheide ich mich natürlich für den Alkohol. Wo liegt die berühmte Ecstasy-Pille genau? Wo ist die versteckt? Die ist zum Glück schon lange nicht mehr bei mir. Und gute Erfahrung mit wirklich betrunken sein, ganz lange her natürlich, gibt es da irgendeine? Nee, tatsächlich, weder wirklich gute Erfahrung, der einzige relative Rausch, der immerhin zum Erbrechen führte, vielleicht schon, war, als ich meinen Sohn stillte. Und das war der einzige, an den ich mich erinnern kann. Mir wird viel zu schnell schlecht und zu schnell schwindelig, deshalb bin ich tatsächlich nie substanziell betrunken. Falls es das gibt, substanziell betrunken. Nein, ich bin nicht wirklich betrunken. Und warum haben Sie diesen wunderbaren Arztberuf aufgegeben, Frau Furtwängler, diesen glamourösen? Diesen glamourösen Arztberuf, weil mir ehrlich gesagt die Schauspielerei noch viel mehr Spaß macht als die Medizin, obwohl ich gerne Ärztin war, wirklich gerne. Und man stellt sich immer vor, der berühmte Moment beim Sezieren einer Leiche beim Studium. Erste Frage wäre, haben Sie den erlebt und was haben Sie da übers Leben gelernt? Ich weiß nicht, ob das schon die Zeit war, wo ich so mir Gedanken darüber gemacht habe, über die eigene Endlichkeit. Hätte ich ja in dem Alter auch schon tun können. Das war in Montpellier und das war merkwürdig, weil wir sezierten diese Leiche ohne Gummihandschuhe. Damals noch irgendwie in Südfrankreich war das noch nicht so Pflicht. Und ich erinnere mich an diesen unfassbaren Formalingestank, der mit Fett an den Fingern und an den Instrumenten hing, und dieser Instrumentenkasten, den nahm man auch mit nach Hause, und es war keine schöne Erinnerung, muss ich gestehen. Das Sezieren war nicht so schön. Und wenn Sie sagen, Sie wollen in Zukunft Ihre Zeit noch besser einteilen, was meinen Sie damit genau? Ich finde Zeitmanagement eigentlich die größte Herausforderung. Finde ich unfassbar schwierig und anspruchsvoll und bin da oft nicht gut und verzettel mich in tausend Sachen. Plötzlich werden tausend Sachen gleich wichtig, anstatt wirklich klar zu sagen, Priorität A und die Sachen machen und nicht noch B und C noch hinterher. Also irgendwie so, da bin ich nicht gut. Und jetzt lese ich Ihnen kurz ein paar Maria Furtwängler-Quotes vor, die ich toll fand, die ich mir irgendwie gemerkt habe, rausgeschrieben habe. Und Sie sagen ganz kurz, was die bedeuten. Sie müssen auch nicht auf jede antworten. Ich verachte Angepasstheit. Kommt vom Vater. Und ich konnte lange nicht sagen, das hast du gut gemacht, Maria. Arbeite ich immer noch dran, aber es ist, ich habe Fortschritte gemacht. Und mein Problem ist, dass ich furchtbar ehrlich bin. Ja, stimmt. Bin kein Trickser. Und ich bin mir meiner angeblichen Sexiness nicht bewusst. Wow. Wow. Wahrer Satz. Wahres Gefühl. Ja. Wahres Gefühl. Und falsches Licht kann einen vernichten. Ja, das stimmt. Ich hoffe, das Licht hier ist gut. Und ich habe das Gefühl, dass ich keine Erwartung mehr erfüllen muss. Och, das wäre schön, wenn es wirklich ganz und gar so wäre, aber die Richtung ist gut. Diese scheiß Erwartungen immer, die man meint zu fühlen. Okay, ich soll kurz sein und die Klappe halten, gell? Ich halte die Klappe. Und ich habe jetzt wieder Lust auf Tatort. Habe ich das gesagt? Klar. Ja. Ja. Und Frauen sollten das Recht auf jüngere Liebhaber haben? unbedingt. Auch gesagt, wirklich. Habe ich nicht erfunden, oder? Haben Sie echt gesagt? Haben Sie, glaube ich, erfunden, aber das macht nichts. Ich habe heute wieder beim Durchblättern übrigens der Bunten irgendwie gesehen und da wirklich eine Geschichte von irgendwie der 57-Jährige mit der 18-Jährigen, der 76-Jährige mit der 25-Jährigen oder Rupert Murdoch und Jerry Hall, bla bla bla. Und plötzlich hat irgendeine Frau, ich kann mir ja keinen Namen merken, einmal einen 15 Jahre jüngeren Mann, ich sage den Namen nicht, jetzt weiß ich es wieder, ich kenne sie. Sie ist sicher nicht glücklich über die Geschichte. Und ich dachte, das muss aufhören, dass dieser Unterschied immer zu zwischen, verstehst du, die älteren Herren mit den jungen Frauen, das muss auch umgekehrt zu einer Selbstverständlichkeit werden, finde ich. Bravo! Haben Sie schon mal eine ältere Frau gehabt, Herr von Usler? Haben Sie schon mal eine ältere Freundin gehabt?
Können wir lang drüber reden. Na, mir wäre eine kurze Antwort. Eine kurze Antwort wäre mir jetzt hier völlig ausreichend. Ich wünsche mir auf dem Gebiet sehr viel. So. Von Ihnen könnte ich antworten lernen. Ja. Ich wünsche mir auf diesem Gebiet sehr viel. Ich kann mir da viel vorstellen. Ich wünsche mir viel, da kommt noch viel. Oh, da kommt noch viel. Das Beste kommt noch. Das merke ich mir alles. Setze ich jetzt. Und jetzt haben wir jetzt ein paar Schauspielerfragen. Höllenjob, Schauspielerei, ist das ein Höllenjob? Traumjob. Waren Sie Ihre Kinder, den Job nicht? Nö, aber ich wollte nicht, dass sie als Kinder in die Versuchung kommen und zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Das wollte ich nicht. Und was sagen Sie zu dem beinharten Satz, warum treten die überhaupt? Das hat die doch gar nicht nötig. Macht mich unendlich zornig. Man käme nie auf den Gedanken, einen Mann zu fragen, warum er irgendwie arbeitet. Er hat doch eine reiche Frau geheiratet oder er hat doch selber genug Geld. Man käme auf die Idee nicht. Aber bei einer Frau gibt es immer noch diese gesellschaftliche Vorstellung, wenn sie wohlhabend reich geheiratet hat, dann kann sie sich, das ist doch das Ziel von uns Frauen, wir wollen einen reichen Kerl und dann legen wir uns zurück und gehen zum Friseur und zur Pediküre, das wollen wir doch alle. Das stimmt aber nicht, gell, was ich sagen kann, das ist anders. Man will noch was anderes. Ich kann mir da noch sehr viel vorstellen. Da gibt es diesen einen Film von 1974, der heißt Zum Abschied Chrysanthemen. Ja. Wunderbar. Wie erinnern Sie den ein paar Sätze? Was war da los? Ich dachte, der war ein bisschen früher, weil ich erinnerte mich, dass ich 6 Jahre alt war. Das war ein Film, mein erster Kinofilm, mit meinem Onkel Florian Furtwängler, Christine Kaufmann und Götz Grünberg. Götz heißt der Sohn. Okay. Klaus Grünberg. Und ich erinnere mich daran sehr gut, weil ich bekam als Gage ein Fahrrad und ich durfte und musste in einer bestimmten Szene mit Aalen in der Badewanne spielen. Und ich weiß noch, diese glitschigen schwarzen Aale, die so durch meine kleine Hand rutschten, das weiß ich noch wie heute, das war toll. Und danach wurden sie in kleine Scheibchen geteilt und auf dem Grill gegessen. Das war so eine frühe, schockierende Erfahrung. Film. Und Frau Furtwängler, war das ein tolles Gefühl, als Gräfin Dönhoff über, ich glaube, das ostpreußische Haff zu sprengen? Zu sprengen. Ich war nicht die Gräfin Dönhoff, auch wenn die natürlich hier im Zusammenhang mit der Zeit eine große Rolle spielt. Ich war eine Gräfin Malenberg, eine fiktive Figur. Entschuldigung, ja. Und das ist in Ordnung, Recherche, aber kein Problem. Aber das war schon so einer der Filme, wo man sagt, boah, was für ein Glück, dass ich da dabei sein durfte. Und sind Sie eigentlich eine gute Schauspielerin? Ja, ich finde schon. Danke. Das ist diese Unbescheidenheit, die ich gelernt habe. Ist gut, ich finde die gut. Ich finde die gut. Die ist gut. Ist gut, oder? Die bringt es. Die bringt es. Sagt der Nico Hoffmann auch immer. Ist gut, super. Ist gut, du bist gut. Ist gut. Mach weiter, ja. Komm. Ja. Komm. Und sind Sie Schauspielerin, weil Sie die Kontrolle behalten wollen oder weil Sie die aufgeben wollen? Ja, ich glaube, weil ich... die Frage ist gar nicht so schlecht. Darf ich 1,5 Sätze länger antworten? Unbedingt. Weil ich glaube, dass es eben tatsächlich dieses Durchlässigsein und eine gewisse Transparenz zulassen vor anderen Menschen nicht etwas ist, was mir in die Wiege gelegt worden ist oder zumindest nach meiner Pubertät selbstverständlich war. Und ich glaube, dass dieses dorthin wollen und hingehen und dem immer näher kommen wahrscheinlich etwas gegen mein ursprüngliches Bedürfnis war, aber auch wie eine ganz große Befreiung, so Stück für Stück, so Zwiebelschale für Zwiebelschale. Und insofern ist es natürlich der Kontrollverlust, dem man immer näher geht. Und der schönste Moment als Schauspielerin ist, wenn man, ja, man muss wahnsinnig gut vorbereitet sein und dann in der Situation tatsächlich die Kontrolle loslassen können und dann überrascht werden von dem, was passiert. Unter uns, das gelingt alle Jubeljahre, aber wenn das so ist, dann ist es der beste Beruf. Das Wetter in geschlossenen Räumen, der Kinofilm, warum träumt ihr super schönen Frauen eigentlich immer davon, irgendwie so kaputte und kranke Frauen zu spielen? Das ist ja irgendwie das Größte für euch. Ist doch so. Das ist, da geht es dann auch richtig los nochmal mit dem Beruf, der Schauspieler, da gibt es einen Ehrgeiz, das Gefühl, irgendwie man ist angekommen, kranke, kaputte Frauen. Aber andere Frage, das war ein Spaß, die Rolle, oder? Nee, mich würde gerade interessieren, was Sie dahinter sehen. Da war irgendwas in Ihren Augen. Sie wollen sie nicht so kaputt sehen oder Sie wollen sie... Ich fand es toll. Ich frage mich nur, warum es sozusagen für schöne Frauen natürlich immer das Größte ist. Ist das so? Ja. Wirklich?
keine Ahnung. Mal so gesagt. Ich weiß nicht. Nein, das ist natürlich, es ist einfach ganz hinreißend, wenn man so einen Bogen spielen darf von einer Frau, die am Anfang noch glaubt, alles zu kontrollieren, alles im Griff zu haben, ihr Charity-Projekt, die Spender, den jungen Liebhaber, ihr Geld und alles. Und nach entrinnt ihr alles, ihr verliert die Kontrolle über alles, über ihr Leben und dann auch über die Drogen, die sie auch denkt, im Griff zu haben. Und natürlich macht jede Form von Entwicklung, von Verwandlung viel Spaß. Auf jeden Fall, klar. Und was können Sie von Meryl Streep lernen? Och, Meryl? Alles. Ja. Und wie heißt Ihr Agent in Los Angeles? Ich habe da gar keinen. Und würden Sie gerne mal mit dem Christian Petzold drehen? Ein großartiger Regisseur. Und können Sie mir kurz erklären, jetzt sind wir ein paar Familienfragen, wie geht es nochmal gleichzeitig Großnichte und Stiefenkelin eines Mannes? Kurz nochmal erklären, wie geht. Meine Eltern sind angeheiratet Cousin und Cousine, also der Vater meiner Stiefvater meiner Mutter ist Wilhelm Furtwängler, also der zweite Mann meiner Großmutter. Und das ist gleichzeitig der Onkel meines Vaters gewesen, weil der Bruder von Wilhelm hieß Walter und das war der Vater meines Vaters. War eigentlich relativ klar jetzt, oder? Ja. Und was ist die schönste Wilhelm Furtwängler-Anekdote? Vielleicht eine, die meine Mutter immer erzählt. Ach, er war unglaublich, er war entzückend zu diesen vier Kindern. Er hat ja eine Frau, eine Witwe mit vier Kindern geheiratet, Elisabeth. Hat die sich vorher auch angeguckt durch einen Gartenzaun und hat dann entschieden, ja, ich will die mit den Kindern. Und er war wahnsinnig großzügig, hat auch immer hier mal eine Mark und da mal und so. Aber wehe, man wollte sich mit ihm sportlich messen. Und das ist eine echte Furtwängler-Krankheit, ist dieser fanatische Ehrgeiz in Sport oder Schach oder so. Und wenn man mit ihm, also wenn meine Mutter und ihre Brüder mit ihm Tischtennis spielten und er verlor, dann miss er diesen Tischtennisschläger. Wütend. Jetzt sind wir beim Furtwängler spielt Tischtennis. Ich bin zu lang. Super. Nein, das kann nicht lang genug sein. Das ist der Hammer. Nein, wirklich. Sie schauen, nee, aber er konnte jeden Zorn nicht sein und das ist dieser furtwängliche Wahnsinns-Ehrgeiz in Sport. Ja, Skifahren, Tischtennis. Schießen, Tischtennis, diesem ganzen Quatsch. Ja. Und wer war die Urgroßmutter, die Salondame Katharina von Kardorf-Oheim? Klingt auch toll. Wer ist die Dame? Meine Urgroßmutter, eine wunderbare Frau, die zu einer ungewöhnlichen Zeit viermal geheiratet hat, den ersten Mann verlassen hat, da hatte sie schon ein Kind von dem nächsten Mann, musste sie aber in dieser Ehe lassen mit den anderen Kindern. Das heißt damals, Salondame, alles zusammen. Was heißt es immer, die Salondame? Die war gnadenlos. Katinka von Kardorf-Oheim sah auch jemanden wie sie und schaute ihm in den Schritt und sagte, na, haben Sie den Schlüssel etwas in der Hosentasche oder freuen Sie sich so, mich zu sehen? Wow. Also 20er Jahre. Ja. Der schmissige 20er Jahre Humor. Ja, und jetzt machen wir eine der ersten Reichstagsabgeordneten mit einer politisch sehr klaren Haltung. Eigentlich muss das eine super Frau gewesen sein. Guter Satz. Ja. Und jetzt brettern wir kurz die härtesten Fragen durch, kurz zum Ehemann. Interessiert mich. Ich finde jede Frage super. Ich habe vorher gesagt, Herr von Usler, Sie können mich alles fragen, nur privat ist privat. Also privat muss privat sein, deswegen die nächste Frage. Kein Problem mit einem Ehemann zu sein, der ein bisschen kleiner ist, Kopf kleiner. Kopf kleiner stimmt nicht, das würde er nicht gern hören. In seinem Pass ist er größer als ich. Und Silberhochzeit November, was ist geplant? Gleich an die Bunte weiterreichen, was machen Sie da? Das ist jetzt noch gar nicht. Im November, Frau Furtwängler. Ich? Also dieses Jahr November halt. Planung beginnt. 25, stimmt. Nee? Ja, die Planung laufen auf Hochtouren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ist es auch höllisch anstrengend, Frau Boda zu sein, natürlich. Höllisch anstrengend. Und wäre für Sie undenkbar, mit einem Mann verheiratet zu sein, der keinen Jagdschein hat? Hat er überhaupt einen Jagdschein? Ich glaube schon. Doch, er war einmal jagen mit unserem Sohn Jakob relativ früh und hat auch, glaube ich, einen Fasan geschossen, was Jakob nachhaltig beeindruckt hat. Ich habe später erfahren, dass der Jäger ihn geschossen hat und nicht etwa mein Mann. Aber das war Jakob nicht aufgefallen. Der Effekt war da, mein Mann macht das überhaupt nicht gern. Er kann es nicht und macht es nicht gern. Und ich habe überhaupt noch nie gejagt. Also.
Früher. Früher. Sie haben auch den Jagdschein, Frau Furtwängler. Nein. Nein. Und wäre es nicht noch schicker, mit einem Politiker verheiratet zu sein? Da kann noch viel Schönes kommen. Und ist es echt wahr, dass Ihr Mann, ich finde, das sind alles keine privaten Fragen, ganz nebenbei. privat ist anders. Privat ist anders. Wie wäre denn das dann? Das ist einfach Öffentlichkeit fast. Ja. Ihr Mann ist ja auch eine Öffentlichkeit. Und ist, stimmt die tolle Geschichte, dass Ihr Mann schon in den 70er Jahren Warhol gekauft hat? Ich glaub, der hat das stimmt, der hat sich von dem sogar malen lassen ganz früh. Und ich weiß, ich war mit Hur, da habe ich ihn, ich glaube, erste New York-Reise, da bin ich dann auch aufgeflogen, mit ihm quasi, da waren wir bei Warhol im Atelier. Und die ganzen Intellektuellen in der Nähe Ihres Mannes, Handke Brendel, Barth und Brok, Michel Krüger vom Hansa Verlag, geht denen das ein bisschen auf die Nerven auch? Die ganzen Turbo-Intellektuellen immer. Die Turbo-Intellektuellen? Immer abends, immer mit Super-Intellektuellen. Super-Intellektuellen. Nee, ist natürlich eine große Bereicherung gewesen, sehr oft. Aber ehrlich gesagt, es gibt schon auch mittlerweile so eine männliche Eitelkeit, die ich nicht immer begründet finde. Da dürfen Sie schon auch früher nach oben gehen dann. Ich weiß nicht, was für merkwürdige Vorstellungen Sie haben. Wahrscheinlich die Blondine, die irgendwann den ganzen Abend überfordert und dann irgendwann ermattet in den Schönheitsschlaf sinkt. Ja, ich hab nur komplett klischeehafte Vorstellungen. Und welches ist das Gericht, das Sie abends aus dem Kühlschrank ziehen, wenn Ihr Mann erschöpft um 10 nach Hause kommt? Haben Sie da ein Zaubergericht? Mein Mann findet, dass ich so grauenvoll koche, was extrem ungerecht ist. Aber wir haben nicht ganz die gleichen Geschmäcker. Ich würde dann ein Wurstbrot machen. Ist er ein guter Tänzer? Das ist jetzt private Frage, finde ich. Er würde das von sich behaupten, ja. Und die normalste Seite an ihm, was würden Sie sagen, ist die normalste Seite? Die bezauberndste Seite an ihm ist sein Humor und seine wirklich große Selbstironie. Und wirklich für mich zentrale Fragen, mochten Sie seine roten Brillen eigentlich früher? Der hatte nie eine rote Brille. Der Herr Burda hatte nie eine rote Brille. Also okay. Wenn Sie braun meinen, ja, braun. Braun waren die, gar also nicht rot. Nein, wirklich nicht. Also das muss deutlich vor meiner, nein, glaube ich, habe ich nicht mal ein Foto gesehen. Und sind Sie froh, dass die Kinder schon länger bei Ihnen aus dem Haus sind? Die sind ja schon Mitte 20. Gutes Gefühl. Ja, eigentlich sehr süßes, eigentlich ein tolles Gefühl. Bisschen auch doof, dass man schon so alte Kinder hat, weil das natürlich irgendwie einen relativ entlarvt. So, manchmal verstecke ich sie auch ein bisschen. So. Lauft mal ein bisschen. Nein, ich finde es toll. Und wahnsinnig süß. Ich bin sehr stolz auf beide sind irgendwie und habe eine sehr enge, innige Beziehung. Fühle mich sehr beschenkt. Nimmt es noch auf? Nicht, dass das Gespräch umsonst war. Das nimmt auf und es kann ja nicht umsonst sein hier vor unserem Publikum. Und ist 50 das neue 20? Ich sage mal das neue 30. Und, wie alt sind Sie eigentlich? Ich bin auch schon ein bisschen älter. Gott, wenn ich so rumeiern würde. Wirklich. Die Rollen... Nee, aber mal ehrlich, ich weiß es tatsächlich nicht. Was sind Sie für ein Jahrgang? Ich bin 45. Also Jahrgang 45? Nein. Alles klar. Aber es ist schon richtig, dass Sie mir keine Fragen stellen. Und ist das... Aber das merkwürdig, das Publikum freut sich, wenn man Sie fragt. Wahrscheinlich hat man viel mehr Fragen an Sie als an mich. Also ich finde es golden, dass wir es so rum haben, wie wir es haben. Und ist es korrekt, die nächste tolle Frage, ist es eigentlich korrekt, dass man das wahre Alter einer Frau, ich glaube an den Ellenbogen kann man das erkennen. Oder am Hals, wo erkennt man das? Ach, scheußlich. Ja. Beides scheußlich. Ich glaube, das eine kann man liften, das andere nicht. Den Hals kann man nicht liften, oder? Doch, den kann man den liften. Kann man liften. Den und, kann man aber die Ellenbogen wird schwierig, weil ich glaube, dann kann man den Arm nicht mehr so lang. Frau Furtwängler, hat mir echt mal ein Profi gesagt, entschuldige, einziger Ort, wo du wirklich noch erkennst, lass dir Ellbogen angucken. Wahnsinn. Und geht Hände. Hände sind auch Hände, ziemlich klar. Eindeutig. Ja, geht ja ich höre schon Ja aus dem Jahr.
geht Ihnen die Frau aus dieser Almased-Werbung, die so erleichtert ist, dass nicht sie dick ist, sondern der Mops geht aus dem Aufzug raus und sie atmet dann auf, die Frau aus der Almased-Werbung, geht die Ihnen auch so auf die Nerven? Die geht mir auf die Nerven. Kennen Sie die? Nee, ehrlicherweise kenne ich sie nicht, aber mir geht diese ganze Industrie auf die Nerven, die permanent darauf aus ist, uns ein scheiß Körpergefühl zu geben. Ich habe eine herrliche Frau, Susi Orbach, die nennt sie die Body Hatred Industry. Überlegen Sie mal, wie viel Industrie Geld macht damit, dass wir, insbesondere wir Frauen, bei euch Männern wird es auch immer anstrengender, eigentlich permanent das Gefühl haben, wir sind nicht okay, so wie wir sind. Wir müssen dünner sein, wir müssen jünger sein, arbeiten. Wir müssen fitter sein. Es ist ein permanent Ort der dauernden Selbstoptimierung. Und mir geht diese ganze Industrie auf die Nerven, die permanent darauf abzielt, zu sagen, du könntest doch auch ein Hauch schlanker sein. Und damit erübrigen sich... Nein, natürlich nicht schief. Die nächste Frage. Und wie heißt Ihre beste... wie heißt Ihre beste Freundin mit Vornamen? Ist auch eine sinnvolle Frage. Wer ist das? Eine extrem gute Frage. Spitzenfrage. Judith. Und lockern, kurz auflockern. Wie okay, heißt Judith. Unterm Strich sind Frauen eigentlich interessanter als Männer, kann man sagen? Kann man auf gar keinen Fall so sagen. Kann man nicht so sagen. Nein. Und wenn vier blonde Frauen auf einer Party zusammenstehen, Party? Sieht man manchmal. Party? Party? Ja, low party. 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 Was reden die dann? Übers Abnehmen, das Alter und Männer. Worüber sollen Frauen sonst reden? Das kann keine ernst gemeinte Frage sein. Interessiert mich brennend. Das ist ja für uns Männer schwer möglich zu stören. Deswegen gibt es für mich jetzt nur die Möglichkeit, Sie das auf der Bühne zu fragen. Ich finde es spannend. Also Sie haben mir eine Antwort gegeben, danke. Und jetzt... Emanzipationsfrage, interessiert mich echt als Lieblingsfrau Ursula von der Leyen? Lieblingsfrau, wie Lieblingsfrau meinen Sie das? Lieblingsfrau, tolle Frau. Superfrau. Superfrau. Die unfassbar selbstverständlich entspannt und entspannt mit Macht umgeht und dennoch ihre Weiblichkeit überhaupt nicht eingebüßt hat. Und Lieblingsfrau Angela Merkel auch? Frau, die ich sicherlich sehr bewundere auch. Auch bewundere, auch. Ja, auch. Das ist ja ein Statement in den Zeiten, die zu ihr zu stehen, in diesen Winden. Ja, ich glaube, man muss mehr denn je zu ihr stehen. Auf jeden Fall. Ich glaube, sie macht einen unfassbar schwierigen Job gerade. Und ich kann mir keinen Menschen vorstellen in der jetzigen Zeit, den ich den Job, den sie macht, jetzt eher zutrauen würde. Ja, so das kann ich so sagen. Übertreibt Beyoncé mit ihrem Radikalfeminismus? Ich finde das bei Beyoncé manchmal schwierig. Beyoncé ist eine wahnsinnig attraktive, sexy Frau. Aber ich finde es so schwierig, dass sie ihren Radikalfeminismus kombiniert mit extremer Ausstellung ihrer Körperlichkeit und geölter Körperteile und so. Und ich finde das wahnsinnig schwierig für junge Frauen heute so sexuell sich selbst so zu spüren und selbstbewusst zu sein und gleichzeitig sich nicht so ganz veräußern zu müssen. Ich finde es ganz schwierig. Ich finde es schwierig. Ich habe da keine Lösung. Und ich finde, Beyoncé bietet sie auch nicht wirklich. Und haben Sie ein Herz für die Weltkolumnistin Ronja von Rönne? Kennen Sie die? Ronja? Ist auch so eine Figur, die Gas gibt irgendwie. Anders als Beyoncé, aber halt so auf deutsche Art und Weise in den Zeitungen. Interessante Person, sicher. Kennt sie? Und gehört Prostitution verboten? Oh, schwierige Frage. Jetzt sind wir echt hier, Entschuldigung. Entschuldigung, echt, jetzt wird es aber hoch. Ja. Maße ich mir nicht an, darüber zu urteilen. Ja, und wie kommentieren Sie das von der Regierung im, ich glaube, Januar verschärfte Sexualstrafrecht? Ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch sind wir immer noch nicht bei dem Punkt, wo das Nein ein Nein ist. Und ich glaube, da müssen wir hin, dass Frauen wirklich die Selbstbestimmung, sexuelle Selbstbestimmung haben über ihren Körper und dass ein Nein der Frau ein Nein ist. Und das haben wir noch nicht erreicht. Und im Februar 2016, wie lautet da Ihr Aufschrei? Diese Aufschrei?
Wie lautet die Aufschrift von Furtwängler, bitte? Gibt es da einen? Auf jeden Fall. Wir haben die Gleichberechtigung noch lange nicht erreicht und wir dürfen nicht aufhören, wirklich uns dafür einzusetzen. Ich glaube, das größte Problem ist, dass gerade die jüngere Generation denkt, oh nee, ist doch eh alles schon voll gleichberechtigt. Wir müssen jetzt eher gucken, dass die Jungs nicht und so. Und wenn wir uns umsehen, ist das Gegenteil der Fall, gerade in meiner Industrie. Der Filmindustrie, wenn wir gucken, sind immer noch 2 von 3 Charakteren männlich. Die Frauen sind jung, blond, schlank und sind meistens auch eigentlich die Eye-Candy und treiben selten die Handlung voran. Und wenn man überlegt, dass wir doch die 50% der Bevölkerung sind, finde ich diese Unterrepräsentation, Missrepräsentation auch in Unterhaltungsmedien eigentlich eine Zumutung, aber das ist nur eins von sehr vielen Beispielen. Was wir permanent so hinnehmen und was uns nicht, es gibt dieses schöne amerikanische Wort empowered, es macht uns nicht mutiger, kräftiger, permanent solche Frauen vorgespielt zu sehen, als wirklich, wenn man guckt, gerade wenn man bei uns Schauspielerinnen guckt, das ist ja das eine zu sagen, aus Gerechtigkeitsgründen, oh, es gibt keine Rollen mehr für Frauen über 40. Es ist tatsächlich so, wenn man guckt, bis 35 steigt es, ab 35 sinkt es, nach 40 kaum noch Rollen für Frauen. Es geht mir da gar nicht so sehr um die Gerechtigkeit, dass ich als Schauspielerin keine Rolle habe. Aber was es ja auch heißt, ist, dass die Geschichten von uns Frauen über 40, über 50 offensichtlich nicht erzählenswert sind. Wir sind nicht mehr erzählenswert zwischen 50 und 60. Wow. Da gibt es nichts, was es sich lohnt darzustellen. Und das ist etwas, wo ich sage, Aufschrei. Der war jetzt etwas komplex, der Aufschrei. Aber das war ein richtig langer Schrei. Ja. Und, haben Sie, ein feministischer Schrei. Ja. Ich dachte natürlich jetzt, Sie sind auch nicht gerade ein Beispiel dafür, dass Sie nicht sozusagen, Sie führen ja auch ein großartiges Aussehen und Sie haben ja auch das Beyoncé-Problem irgendwie auf eine Art. Sie sehen ja auch großartig aus und fühlen sich gleichzeitig als Feministin. Wenn das ein Widerspruch ist, dann leben Sie den auch. Ist das jetzt eine Nachfrage? Weil das dürfen Nachfrage. Sie ja nicht. Das ist ja der Käfig, den Sie sich selbst da gebaut haben. Anders, ist ein Kommentar, ist immer schwierig. Ah. Ja, gar keine direkte Frage an Sie. Und haben Sie CS-Gas in der Handtasche? Haben Sie so Reizgas? Ach so, nicht, dass ich wüsste, nein. Das weiß man schon, wenn man das hat. Und ist es denkbar, dass Sie noch Chefin eines DAX-Konzerns werden? Halte ich für relativ wenig wahrscheinlich. Frau Furtwängler, ist es eine einzige Katastrophe, 50 zu werden? Ich finde es eine relative Katastrophe, wie oft man da mit so einem leidenden Blick angesprochen werden. So, dieses Jahr steht Ihnen ja. Genau, okay. Dieses bevor und das tut mir wirklich leid. Ich sage, wovon reden Sie? Man denkt irgendwie, meine Katze ist gestorben und so. Nein, nein, Sie werden 50, wo ich auch denke, hä? What's the deal? Mal gucken, vielleicht breche ich dann auch wirklich zusammen. Ist aber noch lange, lange hin. Lange. Und jetzt aber Sie haben am Anfang gesagt, ehrlich gesagt, finde ich es unverschämt. Sie haben zu Beginn gesagt, man redet nicht über das Alter einer Frau. Und jetzt? Habe ich gesagt, gell? Ja, und jetzt müssen wir trotzdem, ich muss ja durch harte Sachen durch bei einem Interview. Ich muss ja immer harte Sachen fragen. Sie wollten mit mir einen Drink nehmen. Das wird immer unwahrscheinlicher. Und ist unwahrscheinlich gerade. Das muss ich jetzt dann wieder hinkriegen in den nächsten Fragen. Und jetzt mal aller Bla zur Seite. Wann waren Sie richtig einsam das letzte Mal? Wann haben Sie sich einsam gefühlt? Es gibt immer wieder Momente, so, wo es so plötzlich so, wieso? Man merkt, wie einsam man ist in dieser Welt. Auch irgendwann mal im Angesicht des Todes, dass man irgendwann geht, es hat doch eine große Dimension, die mit Einsamkeit auch zu tun hat. Am Ende des Tages sind wir allein auf dieser Welt und doch fühle ich mich sehr eingebettet, aber ich kenne das Gefühl von Einsamkeit ausgesprochen, ganz klar. Und können Sie gut weinen? Meinen Sie gut im Film oder gut persönlich? Oder? Ja, persönlich, immer jetzt persönlich. Als total privat. Jetzt nur noch als Schauspielerin ganz privat. Können Sie das auf jeden Fall gut, das können Schauspieler. Ich weiß nicht, ob ich gut weinen kann. Das ist eine merkwürdige Kategorie. Ich kann weinen und ich weine und es fühlt sich manchmal auch gut an. Und wird Yoga überschätzt? Das Interessante ist übrigens die Überforderung von Männern mit Frauen, die weinen. Männer sind eigentlich furchtbar überfordert mit Frauen weinen, ist mir oft aufgefallen. Weil sie immer das Gefühl haben, sie müssen daran irgendetwas machen oder richten. Männer müssen ja immer was ändern und was empfehlen und was tun. Was müssen sie machen? Einfach nur sagen, oh, mein Schätzchen. Ja, mein Schätzchen.
gar nicht mehr. Aber sie können damit nicht umgehen. Sie haben das Gefühl, sie muss was machen. Was mache ich jetzt mit der? Oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Geht Ihnen das auch so? Ja, es ist eh so ein Männerproblem, dass sie immer denken, sie müssen etwas lösen. Gell? Lösen, Situation anstatt lösen. Nur zuzuhören. Ja, okay. Daneben zu sitzen. Und hängen Psychotherapien auch so zum Hals raus. Ob sie mir zum Hals raushängen? Ja. Oh, glauben Sie toll. Dran? Ist Ach, toll. Ich finde Therapien toll. Ich meine, ich habe jetzt gerade keine laufen, aber ich finde das ein großes... Aber gute Erfahrung, angenehm. Ah, toll, super, 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 super. Nein, ich meine, Entschuldigung, ist doch eigentlich ein Glück, dass es da Menschen gibt, die professionell auch dafür ausgebildet sind, die einem zuhören und die... Und die man bezahlen kann dafür, dass sie zuhören, wo man seine Ruhe hat dann. Ja, ich denke, wir gehen sowieso völlig falsch damit um. Es ist völlig selbstverständlich, wenn sie sich schneiden, dann desinfizieren sie es und so ein Pflaster drauf. Wenn sie sich das Bein brechen, sagt man, geh irgendwie 6 Wochen und hier ein Gips. Aber wenn jemand leidet, einsam ist, seelische Schmerzen hat, dann drucksen wir immer noch furchtbar rum. Drucksen wir immer noch furchtbar rum. Nein. Zum Therapeuten. Sie können ja mal fragen, wie viele Leute hier im Raum haben einen Therapeuten? Alle, denke ich. Sollen wir mal sagen? Komm, bitte mal die Hand hochmachen. Ja, oder gehabt? Ja, bitte mal die Hand hoch. Okay, Sie hatten doch recht, sehr wenige. Ganz Und ich hatte vorhin noch die Frage, wird Yoga Waren überschätzt? Waren Sie beim Therapeuten? Natürlich, die ganze Zeit. Und? Angenehmst doch. Hat es Ihnen geholfen? Königlich. Das weiß ich gar nicht. Ja. Weiß ich gar nicht. Einfach hingehen, angenehm. Und ich hatte vorhin noch die Frage, interessiert mich wirklich, wird Yoga überschätzt? Ist das gut? Ich glaube, Yoga ist eine sehr, sehr intelligente Form von Gymnastik. So sehe ich das. Und wenn man da gut Meditation mit integrieren kann, ist es sicher prima, aber so. Wir sind ja in den Psychologiefragen. Ist es richtig, dass Sie nur wirklich entspannen können, wenn Sie mit 10, 20 CEOs in einem Raum sind, mächtigen Wirtschaftsleuten? Ja, da bin ich absolut. Voll. Ja, ja. Und wie geht's da? Wir treffen uns immer zum Entspannen. Ja. Und wie geht's der von Ihnen schon geäußerten Furtwängler-Angst, nicht weiblich genug zu sein? Das ist lustig. Das hat meine Tochter auf merkwürdiger Weise auch geerbt. Das ist so, ich weiß nicht, weil wir irgendwie so ein Klischee von Weiblichkeit haben und die so. Und ich glaube auch, das hat so mit diesen Bildern in den Medien und irgendwie habe ich dem nie so ganz entsprochen. Dann fand ich auch meine Stimme ganz früh zu tief und habe früher dann versucht, ein bisschen höher zu sprechen. Und was man dann so macht, weil man denkt, irgendwie bin ich zu buschikos. Wurde mir aber auch immer gesagt, dass ich buschikos bin. Ja. Ja. So was Tolles. Und jetzt kommen wir, ja. Das war mega, relativ müde, das Kompliment, aber ich nehme es mal an. Wir haben jetzt diese, wir kommen ins letzte Viertel, etwa, damit Sie eine Idee haben, das Publikum auch, der Fragen. Und da habe ich diesen berühmten Talenttest. Da schätzen Sie Ihr Talent von 0 Punkten, gar kein Talent, Sie müssen nur eine Zahl sagen, bis 10 Punkten maximales Talent ein. Das erste ist, Münchnerin, welches Talent? 8. 8D? Ja, 8. Und Verlegergattin? Ui, 5. Kühle Blonde? 10. Und Control Freak? 8. 8. Und Politikerin? 0. 0? Na, 7. Und die beste Freundin vom Giovanni Di Lorenzo. Wo ist er eigentlich? Wo ist er denn? Irgendwo. Ah, in der zweiten Reihe. Giovanni, das musst du beantworten. Okay. Nein. Ganz bestimmt hat er erheblich bessere Freundin. Und schönste Frau Deutschlands? 1. Und Sexsymbol für den intelligenten Herrn? 5. Super. So mittleres Talent. Ja, so mittleres Talent. Und die Heilige Maria der Hochglanzmagazine. 5. 5, mittleres Talent. Und Großmutter. Say what? Die Großmutter steht ja irgendwann vielleicht mal an im Leben. Ist das, haben so, Sie da, werden da Sie da ein Talent haben? Ja, nur 10. 10. Und dieses ewige attraktiv, erfolgreich, beliebt, ist das ein Höllenimage?
Macht deines fertig. Ist das noch mit einer Zahl zu beantworten? Nee, das sind jetzt, Entschuldigung, richtig, wir sind raus aus den Danke, Zahlen. Danke, nein, wenn du nur irgendwie ich habe wirklich sinniert, wir welche Zahl ich dem geben könnte. Ist Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Ist das ein Höllenimage, wenn man all das ist, dieses ewige, beliebt, erfolgreich, attraktiv? Wenn das, was daran stimmt, das ist natürlich ein Geschenk der Götter, würde ich sagen. Und das, was nicht daran stimmt, akzeptiere ich auch. Ja, und wären Sie manchmal gerne viel berühmter, also so wie Marilyn Monroe oder Meryl Streep oder? Nö, ich würde gerne manchmal viel aufregende Rollen noch spielen dürfen, so. Und Ihre Erklärung, die berühmte Leier, dass Deutschland ja gar keine Stars, sondern Prominente hat, erstens stimmt es, zweitens, was soll denn das, was ist denn da los? Ich glaube, wir haben tatsächlich kein großes Talent mit unseren Promis oder mit unseren Stars umzugehen. Ich meine, man merkt das so ein bisschen an diesen Vergabeshows von Preisen, egal jetzt ob Filmpreis, Fernsehpreis und so weiter, da gucken eigentlich immer weniger Leute zu. Es interessiert die Leute nicht, wenn die Branche, diese sogenannte Filmbranche, gefeiert wird oder wenn sie ihre Helden feiert. Entweder feiern wir zu schwach, zu lau oder tatsächlich interessiert man sich für die Menschen nicht so. Ich kann es Ihnen nicht wirklich sagen. Vielleicht tun wir uns damit echt schwer, wir Deutschen. Das ist eine relativ lange, ungenaue Antwort gewesen. Gell? Wunderbar. Und ist das für Sie täglich Arbeit, nicht elitär rüberzukommen? Das habe ich aufgegeben. Ah ja, wow. Und müssen Sie als, also das ist eine lange Frage von mir, die ich ablese, müssen Sie als Frau mit dem Namen Furtwängler, als einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands und als Ehefrau dieses Verlegers nicht sagen, ein normales Leben fällt schlichterdings flach? Oder ist das noch ein Ehrgeiz von Ihnen, das sogenannte normale Leben? Sie könnten sich jetzt mit meiner Mutter zusammentun, die dann auch so Sätze sagt, du weißt ja gar nicht mal, was eine Butter kostet. Und dann denke ich, ja. Stimmt auch wahrscheinlich, stimmt, oder? Da war ich schon eine Weile. Ja. Ich habe wirklich in manchen Dingen, wirklich genieße ich Privilegien, die hinreißend und unerhört sind. Aber ehrlich gesagt, dann ist es auch wieder ganz klein und einfach. Am Ende begegnen wir uns ja doch immer wieder selber. Und ich glaube nicht, dass ich sehr luxuriös lebe. Wann war das letzte Mal so ein Moment, wo Sie dachten, das ist im Grunde genommen eine simple Sache, das Leben? Wann haben Sie das gespürt zum letzten Mal? Sagen wir, immer wieder gibt es so Momente, die sind gar nicht so häufig, aber so von so einer knisternden Lebenseuphorie, die einfach dieses Gefühl am Leben zu sein, und das kann wirklich kribbeln im ganzen Körper und lustvoll sein, und das war vielleicht das letzte Mal, vielleicht vor einer Woche, oder das gibt es immer wieder mal, und das sind ja so, poppt so auf wie so eine Blase und man weiß gar nicht warum, aber plötzlich pfusch, ist es da, und dann sind plötzlich alle Sorgen und Bedenken und Vorsicht, so plötzlich ist es nur dieses Glück, hier zu sein, hier sein zu dürfen. Kann man das herbeiführen, diese Pop-Momente, in denen es hochpoppt, oder muss man irgendwie locker lassen oder weiß ich nicht, wie geht das? In Urlaub fahren oder auf den Berg hochsteigen oder? Ja, ich glaube, man kann sie eben nicht so wirklich recht, also schon gar nicht erzwingen oder herbeiführen, aber man kann schon Umstände schaffen. Ich glaube, was uns ja permanent an diesem Lebensglück, diesem wirklich dieser Wonne am Leben zu sein hindert, weil wenn man Kinder anguckt, die haben das ja. Kinder haben eine solche Lebensfreude, wenn auch die... Auch nicht immer, gell? Nein, aber wenn sie... Nein, und wenn sie unglücklich sind, dann schreien sie und heulen sie laut und im nächsten Moment ist das Leben wieder gut, wenn sie in halbwegs sozusagen aufmerksamen Umgebungen aufwachsen. Und das gewöhnen wir uns ja so furchtbar ab als Erwachsene. Wir haben dann so viele Gründe, nicht wirklich von innen heraus freudig zu sein, ist ein Jammer. Und das wieder so ein bisschen wegzunehmen, das ist eine große Aufgabe. Frage 93 von 99, Ihre Lieblings-Furtwängler-Aufnahme? Beethoven-Symphonie. Ja, auf jeden Fall. Gibt es eine noch, ja, eine Pastorale vielleicht, habe ich neulich wieder gehört. Eine wunderschöne Aufnahme der Pastorale. Aus welcher Zeit? Live? Ja, waren ja alles live. Er hat fast gar keine, der hat fast nur live mitgespielt. Aber nach dem Krieg oder vor dem Krieg? Das war nach dem Krieg. Nach dem Krieg, ja. Okay. Der mochte ja diese Konservenmusik nicht. Das war ihm unheimlich damals, verstehe ich auch. Da war vielleicht auch das Klangliche. Der wollte, dass man Musik erlebt und nicht als Konserve danach. Das fand er unheimlich.
Und was macht Ihre Idee oder Ihr Vorhaben, nochmal wirklich tief und konzentriert in Musik und Komposition, Musikverstehen einzusteigen? Das gehört in den Bereich meiner großen Sehnsüchte, die möglicherweise sich nicht erfüllen, aber das wäre eine tolle große Sehnsucht. Wie würde das stattfinden mit einem Studium? Das teilen wir, gell? Wie bitte? Das teilen wir. Wir haben nämlich diese Frage, haben Absolut, Sie mich vorher schon gefragt. Ja. Das ist die einzige Frage, die ich vorher schon kannte. Ich hätte mir da eine gute Antwort überlegen müssen. Vortelefonat geäußert als Beispiel. Und wie war es da oben auf dem Kilimanjaro? Kilimanjaro war, ja, doch, das war schon schön, war schon lustig. Es ist eine Massenveranstaltung und wenn man gerne auf Berge geht, dann will man eher alleine sein und dann will man auch ein bisschen was Steileres und Anspruchsvolleres. Der Kilimanjaro ist wie auf dem Wendelstein, oder? Na, ist nie steil, das geht sehr kontinuierlich hoch, nur diese letzte Nacht ist der Horror. Man muss nachts um 12 aufstehen und geht 6 Stunden im tiefschwärzester Nacht irgendwo bergauf über irgendein sandiges Ding und sieht immer Lichter und hofft, bitte lass es den Mond sein und nicht die Lampe eines Vorangehenden, und es dann doch immer irgendwelche Lampen von noch forscheren Bergsteigern. Und das war relativ quälend, aber die große Errungenschaft ist, dass meine Mutter mit 77 darauf ist, als die zweitälteste Frau, die auf dem Kilimanjaro war. Oh, okay. Bitte. Und wann zuletzt an Selbstmord gedacht? Schon mal im Leben. Ja, aber es ist lange her. Teenager-Zeiten. Ja, so da ganz düstere Zeiten, genau. Das sagen Sie nur so jetzt, oder? Wie? Ist wirklich wahr, ja? Also ja, aber ich habe da nie konkret, also nie im Detail. Aber ich glaube schon, dass es so finstere Zeiten, so im späten Teenageralter und so, wo man auch, also wo ich auch überlegt habe, ob das nicht schön wäre, dem allen ein Ende zu setzen und so. Aber also ich habe da nie konkrete Überlegungen gehabt. Also bitte daraus jetzt keine tiefe Depression machen. Aber ich glaube, ja, glaube schon, dass der fühlende Mensch auch, ich kenne Abgründe, sagen wir. Ich kenne wirklich Abgründe. Ich kenne das hoch, aber ich kenne auch wirklich die Abgründe. Und wie war es auf der Fokusparty in Davos? Ich dachte nach Selbstmord. Ist das die richtige Frage? Ja, war gut. War gut. Und Frau Furtwängler, letzte Frage. Wenn Sie sich jetzt in einem Satz über das Gespräch beschweren wollten, wie würde der klingen? Kein Drink. Doch, Sie haben ihn, den Drink. Wow, da freue ich mich. Ich habe den Drink. Meine Damen und Herren, das waren 99 Fragen an Maria Furtwängler, ganz wunderbar. Sie waren wunderbar, komplett gegen das von mir vorher geäußerte Furtwängler-Klischee. Hier finden noch weitere... Was hatten Sie weitere, denn da geäußert, Herr vergessen. Von Usler? Das müssen Sie mir jetzt kurz sagen. Was war das Klischee? Ja, es ist schon vorbei, dass Sie so kontrolliert und so sind. So kontrolliert und eloquent und gar nichts sagen. Aber jetzt haben Sie ganz viel gesagt. Vielen Dank. Sehr gerne, hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank. Danke.